Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Bauch schnell wegtrainieren. Genau das wollen wir heute. Wir trainieren alle Muskeln rund um unsere Körpermitte. Dazu gehören natürlich die schrägen Bauchmuskeln, die geraden, die tiefliegenden Muskeln, die vor allem den Bauch noch straffer machen und die Taille formen. Und jetzt richte dich schon mal auf, denn das strafft natürlich auch schon die Bauchdecke. Wichtig, auch Knie etwas gebeugt. Sehr gut, leicht geöffnet deine Füße und dann merkst du schon, wie du dich stabiler fühlst, oder? Gleich der Bauch von selbst aktiv wird. Jetzt lass die Schultern nach hinten kreisen, nimm ruhig auch die Beine in die Bewegung mit. Wir durchbluten zuerst die Muskulatur, bevor wir dann an die Kräftigung auch rangehen, also auch die Gelenke bewegen, räkeln, strecken, gähnen vielleicht, ziehen. Ruhig in die Grätsche, weiter nach außen und immer noch von der Fußspitze auf die Ferse abrollen und deine Arme jetzt ganz locker in einer großen liegenden Acht hin und her bewegen. Und wenn du dich da so hin und her bewegst, merkst du, dass du ohne Bauchmuskulatur die Bewegung gar nicht so machen könntest. Sag mal ich. Das ist der tiefe, quere Bauchmuskel, den du da gleich aktivierst. Hin und her. Sehr gut. Kleiner werden. Neben dem Körper. Und dann wirst du noch kleiner und bleibst stehen, zeichnest vor deinem Körper. Ganz schnell liegende Achter. Tempo, Tempo. Spür die Mitte. Atmen und locker lassen, Füße abrollen von der Fußspitze auf die Ferse und jetzt ganz gerne mal twisten, rück auch mit beiden Füßen gleichzeitig, Arme hierher und gegen gleich mitbewegen, richtig ausfringen deine Körpermitte. Hin, her. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Ohne Arme größer werden. Und dann in der Mitte stehen bleiben. Geht gleich der Puls nach oben, oder? Bleib hier, Knie gebeugt. Brustbein heben, linken Arm nach oben und rechter Arm zieht jetzt hier tief und du federst auf die Seite. Ganz kleine Bewegungen. Stopp, zur Mitte und Spannung aufbauen. Andere Seite. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Spannung. Gleich nochmal. Dreimal nur. Zwei, eins und ziehen. Drei, zwei, eins und strecken. Genau, richtig. Bis ans Ende der Bewegung machst du diese Seitbewegung so weit wie möglich. Nochmal, viermal noch, Mitte, noch drei, noch zwei, immer mit aktiv und sanft nach innen gezogenem Bauchnabel. Komm zur Mitte, stopp, bleib hier und jetzt beweg rechten, linken Arm nach oben, unten, tak, 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 tak. Merke, wie du dich da in der Mitte festmachen musst. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, halten und linken Arm nach oben, Spannung aufbauen, die Hand darf einstützen, komm auf dein linkes Bein und jetzt kraftvoll Ellbogen und Knie
zueinander, auseinander, richtig fest. Nochmal. Die schrägen Bauchmuskeln. Vielleicht kannst du versuchen, in der Luft zu bleiben mit dem Bein. Spannung. Es darf wackeln, das ist genau das Training. Schaffen wir noch 8. Du wackelst, trainierst du die tiefliegenden Muskeln, deine Core-Muskulatur. Eine noch. Stopp zur Mitte. Standbein hast du auch gespürt. Gut, Hände nach vorne, Schultern tief, ganz lange Arme. Stell dir vor, du hast hier ein Gewicht in den Händen, hebst deine linke Ferse hoch, drehst dich nach rechts, kommst kraftvoll zur Mitte zurück. Der tiefe Quere bremst die Bewegung. Andere Ferse und kraftvoll. Richtig dynamisch. Und dynamisch ist immer, wenn wir eine Bewegung schnell langsam machen. Also, pop. Gut. Ausatmen, wenn du abbremst. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eine noch. Stopp. Und kurz lösen. Natürlich denken wir auch an die andere Seite. Kraftvoll. Einstützen. Knie Richtung Fußspitzen. Und zuerst mal wieder schräge Bauchmuskeln auf und zu. Tippen ruhig unten. Nochmal und dann 2x8, vielleicht sogar ohne auftippen. Eine Seite ist immer einfacher oder schwerer. So, noch 8, komm, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, noch einen und zur Mitte. Kurz lösen, Hände fassen, Schultern tief ziehen, Arme nach vorne. Zweite Runde und jetzt kommst du von der Mitte und bremst seitlich ab. Zur Mitte und seitlich. Mitte, abbremsen, Mitte. Merkst du was im Bauch? Ich hoffe. Normal. Immer wieder Dynamik. 6, 5, 4, 3, 2, noch einen. Stopp. Lösen. Oh, entspannen. Kurz mal lang ziehen. So ein bisschen locker lassen. Und dann gehen wir nochmal auf das linke Bein. Stütz dich ruhig hier ab. Kannst dich auch am Oberschenkel abstützen, Knie Richtung Fußspitzen. Jetzt ist dein rechtes Knie außen, der Arm hier oben und du ziehst den Ellbogen Richtung Knie. Jetzt achte mal darauf, es ist wichtig, dass du auch den Oberkörper mitbewegst.
Also, wenn du jetzt hochgehst, Ellbogen Richtung Knie. Nicht nur Ellbogen runterziehen. Nochmal. Hoch und ab. Seitlich dich bewegen. Gut. Am besten ausatmen. Geht noch. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Noch einen. Und lösen. Locker lassen. Noch eine Seite dann. Erstmal die Hände vor dem Brustbein schließen. Handballen zusammen. Und rüttel deine Hände nach rechts und links. So. Dieses Rütteln und Schütteln aktiviert nochmal alle tiefen Rumpfmuskeln, auch die tiefen Rückenmuskeln. Hier hältst du dagegen, möglichst viel. Noch vier, drei, zwei und locker lassen, aufstützen auf die andere Seite. Denk wieder daran, dass du auch wirklich dich seitlich bewegst. Und Ellbogen Richtung Knie. Noch zehn. Komm, zehn. Neun. 8, 7, 6, 5, komm, 4, 3, 2, eine noch und absetzen. Handballen zusammen, Knie gebeugt, Schultern tief und rütteln. Was wir jetzt gleich noch trainieren, ist unsere Aufrichtung. Machen wir weiter. Das vergisst man oft, wenn man den Bauch trainiert. Und dabei ist die Aufrichtung so wichtig für einen flachen Bauch. Noch vier, drei, zwei und locker. Stütz dich auf die Oberschenkel, mach deinen Rücken ganz rund. Nochmal gerade, während du das machst. Füße enger setzen. Und dann bleibst du hier unten, nimmst ein Bein mal nach hinten, Becken parallel zum Boden, die Arme seit, Daumen Richtung Decke und jetzt spür diese Kraft im oberen Rücken. Bleib mal kurz. Wenn wir nämlich aufrecht stehen, ist der Bauch richtig flach. Wenn wir krumm stehen, dann drücken wir meistens den Bauch nach außen. Also genau das trainieren wir jetzt. Vergisst man oft. Mach dich lang und wenn du dann wieder nach vorne kommst, machst du dich rund. Kannst auch in der Luft bleiben, vielleicht schaffst du es. In die Länge, Schulterblätter küssen sich und rund. Es darf wackeln. Gehen noch zwei, einen noch und dann bleibst du hier, streckst dich und löst einen Moment auf, richtest dich auf, lockerst dich aus und nimmst dann die andere Seite. Zurück, Becken parallel zum Boden, Arme seit. Und entweder tippst du vorn und hinten oder du bleibst in der Luft.
dein Tempo. Noch zweimal, komm, komm. 7. Halte jetzt, Schulterblätter küssen sich und richte dich auf. Lass einen Moment locker die Schultern kreisen. Wirklich entspannen einen Moment. Bleib hüftschmal stehen, lass deine Knie etwas durchlässig. Nimm die Hände hinter den Kopf, Ellbogenstück vor. Und jetzt bewegst du dich nochmal zur Seite. Du kannst auch die Füße etwas breiter aufstellen. Das ist der Endspurt. Und dann hast du bestimmt ein gutes, stabiles, geformtes Gefühl in deiner Mitte. Und wenn nicht, schreib es mir unten im Kommentar. Also ich möchte schon wissen, wie du dich danach fühlst. Nach kurzer Zeit eigentlich haben wir fast den ganzen Körper trainiert, oder? Und ganz viel Chormuskulatur. 6 Stück noch. 5, 4, 3. Halte in der Mitte. Löst die Arme. Streck die Knie, zieh dich auf die Fußspitzen und versuch ganz oben dich zu halten. Schultern tief. Ein dicker Gürtel, den du hier zuziehst. Einfach mal das Gefühl haben, du hast so ein Korsett an. Sehr gut. Runter auf die Fersen. Auslockern. Gerne die Schultern mal einen Moment nach unten ziehen, den Nacken dehnen. Ohr Richtung Schulter. Mal wechseln, andere Seite. Kleiner Tipp für zwischendurch. Bauchtraining ist, wenn du den Bauchnabel sanft nach innen ziehst. So ein paar Atemzüge halten und dann wieder lösen. Und das ein paar Mal. Wieder zur Mitte. Lass den Kopf jetzt nach vorne hängen. Dann atme aus, richte dich auf. Atme ein, atme aus, atme ein, nochmal aus und dann streckst du dich und räkelst dich. Und jetzt wirklich wie am Anfang nochmal alle Muskeln richtig schön durchbluten, Faszien bewegen. Also, Hausaufgabe, denk immer wieder an die Aufrichtung. Erstmal ist das gut für die gute Laune und es strafft wirklich auch unsere Bauchdecke und sieht natürlich auch, streck dich mal ein bisschen weiter. Sieht natürlich auch anders aus, wie wenn wir so gehen, oder? Also immer mal wieder dich aufrichten. Öffne die Arme, Ellbogen zurück und mit dem Ausatmen entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn du noch mehr Lust auf Bauchtraining hast, dann kannst du in die Suchzeile von YouTube auch Bauch und Gabi Fastner eingeben oder Chor und Gabi Fastner. Dann findest du ganz viele Videos zum Thema, auch am Boden, wenn du lieber auf dem Boden mal was machen möchtest. Oder eben Bauch im Stehen, Gabi Fastner, dann findest du im Stehen Videos. Also, auf jeden Fall beim nächsten wieder dabei sein, welchem Workout auch immer. Wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen, freue ich mich. Der Link wäre unter dem Video, da steht deine Unterstützung. Klick einfach drauf und dann kannst du auswählen, mit wie viel du das machen möchtest im Monat. Vielleicht 2,50 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20. Was es dir im Monat einfach wert ist. Vielen, vielen Dank. Und natürlich freue ich mich, wenn du ganz einfach so beim nächsten Workout auch wieder dabei bist. Bis dann!